Und somit herzlich willkommen zur nächsten Mod-Vorstellung hier in Sachsen-Netzplayer. Wir gucken uns den Tara 813 8x8 an für einmalige 125.000 Euro Anschaffungskosten. Ja, 90 Euro Unterhaltskosten am Tag und damit können wir Weizen, Raps, Mais, keine Ahnung was das ist, keine Ahnung was das ist, Tomaten, also Erdäpfel, Zuckerrüben, Silage, Mohn und ja, lieber Gott, ich sollte Englisch lernen. Laden. Modell und Textur. Also auf den ersten Blick habe ich gedacht, what the fuck ist das? Das sieht ja teilweise ein bisschen aus wie eigentlich auf dem Bau. Aber okay, ich habe auch von der Firma, also von den Modellen noch nie was gehört. Deswegen so ganz, ja, ganz als Frischling das jetzt mal hier zu bewerten. Die Reifen sehen teilweise ein bisschen aus wie Spielzeug, das Modell an sich teilweise auch, aber andererseits wiederum sieht es auch solide aus. Hinten steht 60 km/h drauf. Ansonsten gefällt mir die Farbe sehr. Vorne Kennzeichen dran, Frage SK. Was ist SK? Slowakei oder irgendwie sowas? Schreibt es mal bitte in die Kommentare, falls ihr es wisst. Ansonsten im Innenbereich, der sieht wirklich richtig nice aus. Gerade hier, was die Armaturen angeht, da gibt es nichts zu meckern. Ja, ansonsten hier das ganze Innenleben, das ist noch ein bisschen, ja, Diffuse Colors, wenn man das so nennen darf. Aber das sieht soweit schon mal recht solide aus. Und somit gibt es auch für Quatsch, für Modelle und Textur 5 von 5 Sternen. Kommen wir mal zu den Funktionen. Ihr seht schon Handbremse über die Leertaste. Hat wohl eine schöne Soundkulisse. Rundumleuchten über Position 1. Bild Disco Poco, aber okay. Normales Fahrtlicht über die Taste F. Zweimal F ist dann das Arbeitslicht hinten. Dieses gelbe Licht an sich. Und dreimal F ist das vordere Arbeitslicht. Das vordere Arbeitslicht können wir aber auch über die Taste Nummer 5 steuern. Und das hintere Arbeitslicht an sich, beziehungsweise das gelbe Arbeitslicht über die Taste Nummer 6. Lichtstrip verbaut über Nummer 2, Nummer 1 und Nummer 3. Hube. Über die Taste Numpad 0. Ihr seht auch hier realistisches Auspuffsystem. Relativ nett. So, wir fahren jetzt einfach mal unter die Korndusche und laden da einfach mal ein bisschen Mais ein. Motorsound ist soweit in Ordnung. Auch die Fahrphysik ist soweit okay. Mit den Bremsen hat es teilweise ein bisschen schwer. Da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Ein bisschen vorzeitig zu bremsen. Gegebenenfalls im Notfall die Handbremse zu ziehen. 13.000 Liter bzw. 13 Tonnen passen insgesamt hinten auf die Laderampe drauf. Soweit auch nett. Ihr seht auch hier die zwei Achsen. Also zwei Achsen werden benutzt, um dementsprechend zu lenken. Auf jeden Fall eine nette Sache. Über die Taste Q einfach auskippen. Dauert ein bisschen. Klappe öffnet sich leider etwas zu spät. Also es fällt vorher raus, bevor die Klappe offen ist. Das Partikelsystem ist soweit ganz solide. Also wenn man jetzt so hinguckt, denkt mal nicht, dass das Mais ist, was darunter fällt. Aber soweit alles in Ordnung. Seine Funktion erfüllt. Und über Taste Num 7 und Num 9, bevor ich das vergesse, können wir natürlich auch noch links und rechts die Türen aufmachen. Das geht auch alles ohne Glitching-Fehler. Somit gibt es auch für Funktionalität 5 von 5 Sternen. Der Lok ist somit auch komplett fehlerfrei und somit gibt es auch für Lokfehlerfreiheit 5 von 5 Sternen. Persönliche Meinung. Ja, mein Fall wäre es jetzt nicht. Ich habe von dem Modell, wie gesagt, noch nie was gehört. Aber gut, für alle die ihn halt schon mal unbedingt im Spiel haben wollten. Bitteschön, da habt ihr jetzt die Möglichkeit. An sich spricht da nichts dagegen. Somit gibt es auch für persönliche Meinung 5 von 5 Sternen. Somit kommen wir auf ein Gesamtergebnis von 20 von 20 Punkten. Das Ganze durch 4 ist 5, also eine Gesamtbewertung von 5 von 5 Sternen. In dem Sinne wollte ich euch den Mod downloaden. Link da in der Beschreibung beim Modder bedanken, beziehungsweise ihm Verbesserungsvorschläge für die V2 da lassen. In dem Sinne danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Haut rein.